Dieses Gebäude ist eine kleine Sensation. Es zeichnet sich durch ein einzigartiges Energiekonzept aus. Durch die Nutzung von Wind, Erdwärme und Sonne produziert es einen Energieüberschuss von 20%. Der perfekte Ort also für das CDU-Nachhaltigkeitsforum in Mainz. Dazu hat die stellvertretende Vorsitzende der CDU, Julia Klöckner, in die Firmenzentrale der Werner und Merz GmbH eingeladen. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir Gastgeber sein dürfen. Wir beschäftigen uns ja schon seit längerem damit, wie eine nachhaltige Lebensweise mehrheitsfähig werden kann. Gut leben, verantwortungsvoll wirtschaften, heute schon an morgen denken. Unter diesem Motto diskutierten die Teilnehmer über das Ziel Wohlstand für alle, ohne dass dieser zulasten Dritter, der Umwelt oder künftigen Generationen geht. Neue Blickwinkel schaffen, das ist das Ziel der CDU-Kommission, nachhaltig leben, Lebensqualität bewahren. Also das Überraschendste in dieser Kommission ist gewesen, dass wir tagtäglich entscheiden können, wie viele Ressourcen verbraucht werden und dass Wachstum und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen. Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene ist das zentrale Thema des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller. Denn nur so können die Flüchtlingsströme nach Europa eingedämmt werden. Der Reichtum unserer Region, die Industriestaaten, baut auf der Armut, auf der Ausbeutung der Entwicklungsländer, insbesondere des afrikanischen Kontinents. Und das können wir ändern. Wir können es ändern über die Gestaltung von fairen, weltweiten Handelsbedingungen. Passend dazu präsentierten sich auf dem Forum einige Firmen und Initiativen, die für fairen Handel stehen. Hier gab es einen intensiven Austausch über nachhaltiges Wachstum, umweltfreundliche Wirtschaft und international gerechte Lieferketten. Aber Nachhaltigkeit ist auch ein lokaler Faktor. Wird ja mehr und mehr deutlich, auch für Wirtschaftsunternehmen, auch für Menschen, die sich in einer Region ansiedeln wollen, dass Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Faktor ist, diesen Wohnort, diesen Arbeitsort oder diesen Standort als Industrieunternehmen zu wählen. Nachhaltiges Leben und Wirtschaften, lokal wie international, bedeutet mehr Chancen, mehr Gerechtigkeit und mehr Verbraucherschutz. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass wir Verbraucherbildung starten, dass wir die Transparenz und die Produktbeschreibungen so gestalten, dass sie nachvollziehbar sind und dass wir ganz konkret geworden sind mit zum Beispiel einem Textillabel. Also ein Siegel, das für faire Produktionsbedingungen stehen soll. Das Nachhaltigkeitsforum präsentierte Ergebnisse, die auch auf dem Parteitag im Dezember in Karlsruhe diskutiert werden. Die Kommission Nachhaltig Leben, Lebensqualität bewahren hat eine zukunftsweisende Grundlage geliefert.